Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins auf MyRegioTV. Lokales und Regionales wie immer kurz und kompakt. 14-tägig erzählen wir die Geschichten der Menschen im Kreis und schauen mit der Kamera natürlich auch hinter die Kulissen. Schön, dass Sie uns wieder angeklickt haben. Hier sind die Themen unserer aktuellen Sendung. In unserer neuen Sendereihe 300, 5 Minuten mit, stellen wir Ihnen den Journalisten und Buchautor Helmut Wischlatz vor. Sind dabei, als ein weiteres Flüchtlingshilfeprojekt in Erkelenz seine praktische Umsetzung findet und erleben in Übach-Palenberg eine Veranstaltung mit Kultstatus. Die neue Sendereihe bei MyRegioTV trägt den Titel 300. 5 Minuten mit und stellt in lockerer Reihenfolge Persönlichkeiten aus dem Kreis Heinsberg vor. In jeweils 300 Sekunden schauen wir auf das Leben interessanter Menschen in der Region und stellen Ihnen heute den Journalisten und Buchautor Helmut Wischlatz vor. Helmut Wischlatz lebt mit seiner Familie in Erkelenz, einer Stadt, in der es sich nach seinen Worten gut leben und vor allem prima morden lässt. Nach seinem Studium in Düsseldorf arbeitet er unter anderem für Radio 90.1 und bei verschiedenen Printmedien. Ich werde tatsächlich ab und zu gefragt, wie genau ich meinen Beruf nenne, und dann muss ich mal nachdenken. Eigentlich ist es nur Schreiber, wobei es derzeit der Journalismus ist. Ich komme eigentlich aus der Werbung, habe auch PR gemacht und bin auch Seminaronkel nebenher für sympathische ältere Leute und Behinderte von der Lebenshilfe. Ja, und deshalb kann man eigentlich sagen, so allumfassend Schreiber. Das Schreiben begeistert Helmut Wischlatz bereits sein ganzes Leben. Als junger Mann bringt er gemeinsam mit einem Freund das Fanzine Ausbruch heraus. Seine Profession ist die Kommunikation, genauer gesagt das geschriebene Wort. Seit über 20 Jahren beliefert er Agenturen und Zeitungen mit seinen Texten, schreibt Kolumnen oder leitet Schreibseminare und Schreibwerkstätten. Ja, jetzt ist schon wieder ein Text fertig und man möchte es gar nicht glauben, aber ich bin tatsächlich schon seit kurzem nach 5 auf den Beinen und habe auch schon diverse Sachen geschrieben zu einer Zeit, wenn andere noch gar nicht sich mit dem Gedanken befasst haben, aufzustehen, denn die Arbeit macht sich ja nicht von alleine, vor allen Dingen, wenn man so viel davon hat. Romane, insbesondere Kriminalromane, haben es Helmut Wischlatz angetan. Nach diversen Kurzkrimis hat er nun seinen ersten Kriminalroman mit dem Titel Mordsklicke veröffentlicht. Ich bin also auch schon gefragt worden, wie ich dazu komme, Krimis zu schreiben. Es werden ja so viele Krimis geschrieben und veröffentlicht. Da kann man eigentlich nur zu sagen, einfach so, und es war an der Zeit dafür. Ich habe schon andere Sachen geschrieben, auch Jugendromane und sogar schon mal einen Liebesroman. Aber der Krimi ist eigentlich die klassische Form des Dramas, weil da alles drin ist, was das Leben irgendwie spannend macht und den Menschen in seinen Extremsituationen darstellt. Und ich werde es noch ein bisschen üben, weil ich ja nachher die Premierenlesung habe. Und diese findet großes Interesse bei der Erkelenzer Bevölkerung. Kein Wunder, spielt die Handlung dieses rasanten Krimi-Debüts doch in den Ortschaften des Stadtgebietes. Ähnlichkeiten zwischen Kommissar Becker oder Journalist Müller und lebenden Personen sind natürlich rein zufällig. Die alte Frau lag ausgestreckt auf dem Linoleumboden zwischen Küchentisch und Herd im Hinterzimmer ihres kleinen Ladens. Ihr bunter Kittel und die Blutlache bildeten einen bemerkenswerten Kontrast zum abgewetzten blassgelben Bodenbelag. Rosis leerer Blick war auf das Kleisterband über dem Tisch gerichtet, an dem viele mumifizierte Fliegen hingen. Die Frage, wie ein guter Krimi sein muss, ist schnell beantwortet. Spannend, atmosphärisch dicht. Nicht vorhersehbar. Fesselnd. Blutüberströmt. All dies findet sich in der Mordsklicke. Testen Sie selbst. Ein besonderes Augenmerk legt Helmut Wischlatz auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Denn für ihn heißt Inklusion mehr als nur dabei sein. Im Kleinstadtrevier Erkelenz realisiert Wischlatz unter anderem ein inklusives Filmprojekt mit der Kreativgruppe Alle Inklusive der Lebenshilfe Heinsberg. Das Kleinstadtrevier ist aus einer Schreibwerkstatt entstanden, die ich für die Lebenshilfe organisiert habe mit Menschen mit Behinderung. Und die hatten irgendwann keine Lust mehr zu schreiben und deshalb haben wir was anderes gemacht. Und so kamen wir aufs Krimi-Drehen. Und da kam Aschkim ins Spiel, weil er drehen kann.
Und ich fand die Idee auch sehr interessant halt. Es wäre dann mein erster eigener Film, den ich selber schneiden würde und halt komplett selber gefilmt hätte. Und ich fand die Idee auch ziemlich cool, mit behinderten Menschen zu arbeiten. Deswegen fand ich das von vornherein auch schon cool, hab direkt mitgemacht. Wenn Helmut Wichlatz gerade einmal nicht schreibt, dann kann es vorkommen, dass er einen Abstecher in die Schauspielerei macht. Thomas Gertschmer hier aus Erkelenz hat mich dann eingeladen, ob ich in einem Film, den er produziert, Breakdown Forest, eine kleine Rolle spielen wollte. Das fand ich natürlich spannend und habe mitgemacht. Oh Gott, noch einer. Man kriegt ja nicht jeden Tag eine Ladung Blei in den Körper gepumpt. Vor allen Dingen so theatralisch, dass danach der gesamte Aufzug aussieht wie ein Schlachthaus. Das war schon eine sehr spannende Sache. Ich könnte mir vorstellen, mich öfter vor Kameras erschießen zu lassen. Helmut Wichlatz, ein Mann, von dem es sicherlich noch einiges zu hören, zu sehen und insbesondere zu lesen geben wird. Die Kommunen werden von der aktuellen Flüchtlingssituation förmlich überrannt. Ohne die Hilfe unzähliger ehrenamtlicher, helfender Bürger und Vereine ist diese Situation kaum zu bewältigen. Umso erfreulicher, wenn dringend notwendige Maßnahmen eine unkomplizierte, praktische Umsetzung finden. Jeden Tag kommen einige tausend Flüchtlinge nach Deutschland. Insgesamt werden es in diesem Jahr wohl rund 800.000 werden. Der Kreis Heinsberg soll nach einer aktuellen Anweisung der Bezirksregierung Köln umgehend weitere 500 Plätze zur Unterbringung neuer Flüchtlinge schaffen. Die Kommunen kommen an ihre Leistungsgrenze, arbeiten aber mit Hochdruck an Lösungsmöglichkeiten. Also wir kriegen es hin, um das so zu sagen. Es ist schwierig, es ist anspruchsvoll. Und was mich ganz besonders stolz macht, ist so viel Ehrenamtliche spontan, die sich melden. Oder auch Vereine, die unterstützen oder Gruppierungen, die einfach da sind. Das ist einfach beeindruckend. Deutschland will helfen, tut es auch, redet nicht nur drüber und macht. Und ich kann auch nur sagen, wir kriegen das hin, wenn wir alle das noch ein Stück von oben besser organisieren. Hier unten die Basis ist komplett bereit, viel mehr noch zu tun. Neben Sachspenden, Hilfe finanzieller Art und vor allem der Stellung von Manpower werden aber auch immer wieder eigene Projekte initiiert. Willkommen in Erkelenz, die Lobby für Flüchtlinge e.V., nahm am Förderprogramm der Raiffeisenbank Erkelenz teil und erhielt den Grundstock zur Anschaffung eines Bauwagens für die Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Neuhaus. Wir wollen hier in diesem Bauwagen Hausaufgabenhilfe anbieten, Deutschkurse sollen stattfinden und es soll ein Ort des gemeinsamen Dialogs sein. Wir wollen ja also demnächst ein Kindergeburtstag geplant, eben dass Leute sich hier begegnen. Mit viel Engagement realisieren die Vereinsmitglieder dieses Vorhaben und leisten so einen wertvollen Beitrag zur praktischen Umsetzung wichtiger Maßnahmen. Solche unkomplizierten Verhaltensweisen sind unter anderem auch ein Grund dafür, dass Deutschland zum begehrten Ziel der Flüchtlinge zählt. Deutschland ist gut für uns und für die Kinder. Ist er gut? Die Kinder können lernen hier. Aus denen können was werden. In Serbien werden die nur lernen zu klauen, Diebstähle und die müssen sich irgendwie helfen. Da haben die keine Arbeit. Aber wenn die hier zur Schule geht und arbeiten, werden die bestimmt nicht klauen und Verbrecher werden. Ich bin hier in Deutschland geboren. Ich war von klein auf in der Schule. Dann war ich damals vor 5 Jahren war ich wieder in Mazedonien. Da hatte ich keine Schule besucht, hatten wir kein Haus, hatten wir gar nichts. Konnte ich keine Schule besuchen und jetzt bin ich jetzt wieder in Deutschland. Jetzt gehe ich wieder in Schule und so weiter. Ich freue mich heute, weil ich bin hier. Wir haben hier süßes Kalt gegessen, Eis. Ich freue mich und wir haben Kuchen gegessen, wir haben Spaß. Noch mehr Spaß erwartet Rahid und Kevin beim großen Willkommensfest zum Weltkindertag, das in Zusammenarbeit mit dem DKSB in Erkelenz stattfinden wird. Ich bin sehr froh, dass sich hier in Erkelenz der Verein Willkommen in Erkelenz gegründet hat. Der Untertitel dieses Vereins ist ja die Lobby für Flüchtlinge und wir als Kinderschutzbund haben ja den Untertitel die Lobby für Kinder. Und da wir uns als Kinderschutzbund auch für die UN-Kinderrechtskonvention für alle Kinder einsetzen, freue ich mich auch auf die gemeinsame Veranstaltung, die wir am 20.09. zum Weltkindertag haben. Hier in Erkelenz auf dem Marktplatz von 12 bis 17 Uhr wird der Weltkindertag gefeiert und dieses Jahr ist halt eben ein großes Willkommensfest.
Volksfest und da freuen wir uns drauf, dass der Verein da auch mitmacht. Bevor wir Ihnen Golden Oldies vorstellen, gibt's Brandaktuelles in einer ganz kurzen Werbung. Herzlich willkommen in Ihrer Postapotheke in Wegberg. Als Ihr kompetenter Ansprechpartner beraten wir Sie in allen Belangen der Gesundheit. Wir erfüllen Ihre individuellen Anliegen in der hauseigenen Rezeptur, bieten Ihnen einen Gesundheitscheck, bei dem Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinwerte überprüft werden, sowie die einfache, bequeme und kostengünstige Bestellung in unserem Onlineshop. Im nahen Umkreis erfolgt die Lieferung noch am selben Tag. Postapotheke Wegberg, die bringt's. Edeka Henskes in Wassenberg. Täglich Frisches von 7 bis 21 Uhr. Eine riesige Auswahl vitaminreicher Obstsorten und viel Frisches vom Bauern um die Ecke. Qualität aus Meisterhand mit weit über 100 Wurst- und Fleischspezialitäten und einer reichhaltigen Auswahl an frischem Fisch. Im Weinsortiment finden Sie für jeden Gaumen den richtigen Tropfen. Den großen Durst stillen Sie in unserem Getränkemarkt. Auf Wunsch auch mit Lieferservice. Edeka Henskes. Wir lieben Lebensmittel jeden Tag. Als DJ Uwe alias Uwe Dombrowski 1975 im Jugendzentrum Frielenberg seine ersten Erfahrungen als DJ sammelte, hat er sich nicht träumen lassen, dass er 40 Jahre später immer noch das Zugpferd des Events Oldie Disco meets La Grasse sein wird. Einmal im Jahr herrscht im Jugendzentrum Übach-Palenberg absoluter Ausnahmezustand. Wenn es heißt Oldie Disco meets La Grasse, zieht es 18- bis 78-Jährige in und auf das Gelände am alten Bahnhof. Also hier sind wir im Oldie-Bereich, den gibt es schon seit auch fast 40 Jahren. Da hat nämlich Uwe Dombrowski mit der Disco angefangen. Und seit den 90er Jahren haben wir dann mit der Oldie-Disco begonnen. Und ja, wie Sie sehen, die Leute kommen wieder, sie genießen den Abend. Das ist wie eine kleine Zeitreise mit der Musik. Sie treffen ihre ehemaligen Freunde wieder, Bekannte, auch ehemalige Mitarbeiter, Ehrenamtler. Ja, und es ist für alle einfach ein tolles Gefühl, hier zu sein. Für diese Zeitreise sorgt vor allem DJ Uwe mit seiner Musik aus den 60er und 70er Jahren. Damit kennt er sich bestens aus. Ist es doch die Musik seiner Jugendzeit. Ja, vor 15 Jahren hatte ich mal die Idee, für die alten Säcke, wie ich das immer so gerne sage, mal eine Fete zu veranstalten mit der Musik von früher. Und das ist so bombig eingeschlagen, dass ich das jetzt mittlerweile 15 Jahre bzw. im 16. Jahr mache. Und die alten Säcke sind nach wie vor begeistert von ihrem Uwe. Das Besondere ist, dass man hier Leute trifft, die man vielleicht 20 Jahre nicht gesehen hat, über das ganze Jahr über nicht sieht. Weil der Uwe ein Spitzen-DJ ist, ne? Weil man sich auch schon sehr lange kennt. Weil wir dann all die Leute wiedersehen, die wir vielleicht 20 Jahre das letzte Mal gesehen haben. Wie zum Beispiel hier meine Moni. Ja, wir sehen uns nur auf Facebook. Die Party findet schon seit zig Jahren statt. Mit allen Leuten, die wir damals, als wir jung waren, 14, 15, 16 im Jugendzentrum zusammengegangen sind. Und wir haben gesagt, wir treffen uns einmal im Jahr.
Hier kennt jeder jeden von, keine Ahnung, von 20 bis 50 bis 70. Also, immer super. Ne? Anfang der 90er Jahre übernahm die zweite Welle der DJs, die La Grassa, das Ruder im Jugendzentrum, das zu dieser Zeit noch in Frelenberg beheimatet war. Seit 5 Jahren sitzen sie nun gemeinsam mit Uwe in einem Boot und sorgen mit den DJs Bögel und Bo für eine zünftige Doppelfete. Wir sind im La Grassa-Bereich der Oldie Disco Beats La Grassa und wir spielen hier die Musik der 80er, 90er, die alten Hits aus den La Grassa-Zeiten und auch die aktuellen Sachen. Die Organisation des Events ist aufwendig und nimmt das Team um René Dalmich einige Wochen in Anspruch. So, wir, das Team der Oldie Disco Meets La Grassa, bestehen aus 10 Mann, die diesen ganzen Disco-Bereich, wie den La Grassa-Bereich hinter mir oder den Oldie-Bereich nebenan organisieren. Das Ganze geht schon Anfang des Jahres los und zieht sich quasi bis September um ganze Einträge und DJs und was alles dazugehört, quasi zu stellen. Am Tag danach gilt es, alles wieder aufzuräumen. Denn montags herrscht im Jugendzentrum wieder ganz normaler Alltag. Wir sind eine offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche und wie gesagt schon seit 40 Jahren hier in Überpahlenberg aktiv. Es gibt einmal den Jugendbereich, wo die Jugendlichen sich treffen können, spielen können, sich unterhalten, Billard, Airhockey, auch die neuen Medien spielen eine größere Rolle. Für Kinder haben wir einen Treff, das Spielmobil, den Abenteuerspielplatz, Ferienbetreuung und ganz, ganz viele andere tolle Sachen. Die Veranstaltung bringt neben viel guter Laune auch eine bemerkenswerte Hilfe für den guten Zweck. Der Erlös von dieser sogenannten Oldie-Fete Meets La Grassa, der geht zurück in den Förderein Fantasy e.V. Die wiederum stellen Materialien für die Jugendarbeit hier in Überpahlenberg, wie zum Beispiel das Spielmobil, was 3 Tage im Stadtgebiet von Schule zu Schule fährt und da Möglichkeiten für Kinder bietet, wie Ketka fahren, Skateboard, Ballspiele. Und das wird halt alles aus dieser Geschichte hier mitfinanziert, um halt den Jugendlichen und Kindern diese Möglichkeiten hier im Stadtgebiet in Überpahlenberg zu geben. Bei so viel ehrenamtlichem Einsatz wünschen wir den Organisatoren alles Gute und eine erfolgreiche Oldie Disco Meets La Grassa 2016. Und damit sind wir auch diesmal wieder am Schluss unseres aktuellen Magazins, von dem ich natürlich hoffe, dass es Ihnen wieder ein wenig Spaß gemacht hat. Die nächste Ausgabe stellen wir pünktlich ab dem 26. September hier bei Maregio TV für Sie bereit. Bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich eine schöne Zeit.